Hallo zusammen, willkommen zurück zu City Skylines und unserer Stadt Viridis mit dem Kreisel, der uns ja beim letzten Mal doch etwas gefordert hat. Aber die Verkehrsprobleme haben sich jetzt hier doch gelöst. Das ist ganz gut. Was ich jetzt noch gesehen habe, ist, jetzt haben wir hier noch ein paar Spuren zu viel. Das möchte ich tatsächlich jetzt direkt korrigieren. Das passt noch nicht ganz hier mit der Autobahnlösung. Dass wir hier auch symmetrisch überall drei Spuren haben. Ja, ich glaube, das sieht jetzt ganz, ganz sinnvoll aus. Hier die Kurve von der Straßenbahn ist auch relativ eng, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, also eigentlich war ja der angekündigte Plan, jetzt endlich hier diesen Freizeit- und Tourismusdistrikt zu entwickeln. Aber wie wir hier unten sehen, wir haben tatsächlich mittlerweile Stromknappheit. Also noch ist alles im ja, grün-gelben Bereich. Aber ich denke, wir sollten hier erst nochmal nachlegen. Und mein Plan ist an der Stelle. Haben ja hier, wenn wir mal der Stromlinie folgen, haben wir ja hier unser Wasserkraftwerk errichtet. Und meine Idee ist, dass wir hier hinten auf dieser, ja, was ist das, Halbinsel, quasi unsere eine Art Kraftwerksinsel bauen, also hier noch weitere Energieerzeugungseinheiten platzieren. Dazu müssen wir aber hier eine Straße hinlegen, denn dass das Kraftwerk jetzt hier einfach in der Landschaft steht, ist natürlich auch nicht ganz realistisch. Das möchte ich tatsächlich dann jetzt einmal korrigieren. Dazu müssen wir nochmal einmal zurück in unseren an den Kanal. Und ich möchte nämlich jetzt hier die erste Brücke über unseren Kanal ziehen. Dazu müssen wir als erstes, wo haben wir den Kanal hier, erstmal wieder einen schmaleren Kanal machen, damit wir hier rüber kommen. So, damit das mit der Brücke klappt, das Problem kennen wir ja schon, könnte ich eigentlich auch noch. Ja, ich könnte hier sicher eine Kaimauer ziehen. Ah ja, das wäre ja eigentlich ganz schick. Aber gut, das ist Spielerei. Vielleicht probiere ich das nochmal aus, ob man das hier noch ein bisschen hübscher machen kann. Wir müssen hier noch ein bisschen mal jetzt aufs Gelände achten. Wie wir sehen, ist das Gelände hier niedriger als, ne? Also etwas niedriger auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Aber ich glaube, es ist so, dass jetzt hier keine Brücke die Straße nicht anheben müssen. Wir müssen, glaube ich, hier nur ein bisschen Quatsch, ich möchte hier die Höhe hier halten. So. Und dann hier noch so nah wie möglich ran, damit wir dann hier mit der Straße einigermaßen klarkommen. Das gleiche machen wir hier. Das war nicht so gut. Das müssen wir korrigieren. So, auch hier glätten wir das Gelände etwas. So, und dann gehen wir hier rüber, ruhig mit einer Hauptstraße. Dann nehmen wir ruhig schon mal hier die vierspurige Straße und gucken, was wir das mal hier. Das sieht gut aus, das klappt. Also dann alle magnetischen Tools wieder an. Das macht er nicht. Also idealerweise 90 Grad. Sondern doch nochmal das Gelände ein bisschen oder hier den Kanal vielleicht nochmal einen
hier auch noch mal schmaler machen, genau. So, dann können wir hier nämlich im vernünftigen Winkel 90 Grad die Winkel mal an. Gehen dann hier rüber. Und hier noch ein bisschen Gelände, was wir hier anpassen müssen. Ja, da haben wir noch ausreichend. So. Ja, sehr gut. Das passt. Und wir jetzt hier gerade rüberkommen. Gut, dass das passt. So. Ah, im Entschuldigungsbericht werden ein paar Studierende verloren, aber ein neues akademisches Werk. Premium Fashion Brand für alltägliche Gelegenheiten. Okay, sehr schön. Na, die Brücke geht ein bisschen rauf. Ne? Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Dann können wir doch wieder runtergehen. So, dann schauen wir mal von oben. Ja, so, und jetzt, ja, der Höhenunterschied ist in Ordnung. Gut, also dann Brückenbauprojekt erfolgreich abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt aber hier mit einer normalen Straße weiter. Folgen hier quasi der Stromverbindung. Andocken. So, Stromleitung nicht gekappt. Sehr gut. Das hat ja sehr gut geklappt. So, dann haben wir jetzt hier die Straßenverbindung. Jetzt ist der Plan hier auf dieser Seite, die Kraftwerke zu errichten. Dazu möchte ich an der Stelle auch noch das Gelände, weil wir hier so einen Hügel haben, den will ich ein bisschen abtragen, dass es hier etwas glatter ist, das Gelände. So, das sollte reichen. Alles Weitere sehen wir dann, wie wir dann hier diesen Teil nutzen. Der ist natürlich auch hier sehr schwierig einzusetzen. So, dann haben wir jetzt hier unsere Straßen. Die sollen hier entlang der Küstenlinie führen. Dann ziehen wir hier einmal die Straße quer runter. Nicht so lang, so. Eine vernünftige Verbindung bekommen. Wir dann die Verbindung setzen und dann hier runter. Das gleiche machen wir jetzt hier mit dem Freien-Tool. Das wir hier an der Küstenlinie auch wieder gehen. Ufers. Hier auch gerade. Zack, sehr gut. Also hier werden wir jetzt unsere Kraftwerke installieren. Was haben wir hier alles? Also, wir haben hier das Solarkraftwerk. Ausgangsleistung 112 bis 160. Das Kernkraftwerk, das kommt für uns nicht in Frage. Geothermiekraftwerk kennen wir schon. Den Aufwind-Solarturm, der hat eine Leistung von 240 Megawatt. Das ist natürlich nochmal eine Hausnummer. Wenn wir nochmal ganz kurz gucken in unserem
Energie- und Technikpark hier unten. Dann haben wir hier die geothermischen Kraftwerke, die beiden Heizkraftwerke. Hier ist auch noch ein geothermisches Kraftwerk. Und wir haben unsere Rotoren. Gut. Also dann fliegen wir wieder zurück. Setzen hier vielleicht auch mal direkt ein Gebiet oder ein Distrikt, den wir hier festlegen. Denn das soll hier unser Kraftwerksdistrikt sein. Da zählt auch das hier noch zu. So, da fährt schon ein Fahrzeug. Also das ist hier die Kraftwerks-Halbinsel, nennen wir das mal. So. Also was brauchen wir alles? Wir brauchen jetzt hier die... Wir fangen jetzt mal an hier mit diesen Solarkraftwerken. Wie groß sind die? Die sind relativ groß. Jetzt mal gucken, wenn wir die jetzt hier... Hier setzen. Wie groß sind die? Es geht bis dort. Also hier. Quatsch. So, hier können wir 1, 2 setzen. Wir brauchen hier eine Wasserversorgung. Jetzt eine Pumpstation. Die setzen wir hier auf die Seite. Da können wir auch hier in die Nähe der. Ne, jetzt mache ich hier vorne hin. Da sollte ja eine reichen. Vielleicht auch mal das Gelände ein bisschen anpassen, wobei das glaube ich, ne? So, können wir ein bisschen anpassen. So, das ist. Oh, jetzt haben wir einen kleinen Tsunami. Das ist aber das Gefährliche hier mit Küste zu spielen, aber dass hier auch unser Pumpe auch im Wasser steht. Ein bisschen hier. Wenn ich vielleicht auch noch, das wäre vielleicht ganz hübsch, vielleicht vorher machen sollen, hier so eine Kaimauer setzen. Wir werden dann hier das Gelände noch mal ein bisschen anpassen. So. Die Höhe nehmen wir uns. Wow, das war nicht so gewollt. Das war ungeschickt. Also hier wieder die Löcher stopfen. So, und jetzt also, ich möchte genau diese Höhe. Wir drehen mal kurz hier. Zu viel Erde. Entfernen doch. Jetzt müssen wir, kippen wir die Erde irgendwo hin. Können wir sie hinkippen? Können wir das begradigen? Jetzt können wir das ein bisschen begradigen. So, hier ist die Erde, müssen wir nehmen und ins Meer kippen. So, also das Wasser hier erstmal wieder beruhigen in der Mosel. Aber das sollte jetzt ja gleich passieren. So, also dann können wir hier das hier nehmen und hier in die Nähe setzen. Dann können wir mal gucken, ob das vom Strom her reicht, damit wir hier mal zweite Anlage hinsetzen. Wobei wir können hier vielleicht auch noch mal, das wird jetzt ja noch mal zwei Kraftwerke auf die gegenüberliegende Seite. Und dann gucken wir uns dann hier nochmal die Technik an. Also jetzt haben wir hier 4 von diesen Kraftwerken, gucken wir uns das mal genauer an. Also wie funktionieren diese
das sind ja solarthermische Kraftwerke. Also, das sind ja hier, wenn es nah rangeht, das sieht jetzt zwar aus wie Solarmodule, wirklich nah dran, sind aber eigentlich Spiegel, die jetzt Folgendes machen: Die sammeln jetzt das Sonnenlicht ein. Man kann es jetzt hier ganz schön sehen. In der Lichtspiegelung, wir können vielleicht mal hier die Zeit laufen lassen. Dann müsste man jetzt auch dann den Schatten sich bewegen sehen. Ich lasse mal schneller laufen. Also was passiert jetzt? Die Spiegel sind eigentlich so ausgerichtet, dass sie diesen Kern hier oben erhitzen. Das ist also eigentlich ein Dampfkraftwerk. Das heißt also, hier wird jetzt das Sonnenlicht reflektiert auf diesen Kern, erhitzt hier oben, wird das also gesammelt, das Sonnenlicht konzentriert mit dem Brennpunkt durch die Drehung und Bewegung dieser Spiegel. Aber die sehen wir jetzt fest montiert aus. Die sind gar nicht drehbar. Ne, die sind tatsächlich fest montiert. Also das heißt, deswegen auch kreisrund. Und wir haben dann durch diese Reflexion die Fokussierung hier in diesem Punkt. Das führt dann dazu, dass die dann können wir schnell laufen lassen, sieht man hier auch den Schatten, wie er sich bewegt von den Türmen. Hier wird Hitze erzeugt, sehr hohe Temperaturen. Wir haben hier einen Wasserkreislauf, das heißt, wir müssen jetzt auch hier nochmal die Wasserversorgung machen. Das mache ich jetzt hier, wo ich auch mit den mit der Fernwärme. Also, es wird Wasser erhitzt. Verdampft, wie wir das jetzt auch schon von den Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken kennen, den klassischen Dampfkraftwerken. Und das Wasser verdampft, beim Heißdampf wir erzeugen durch den Dampf, treiben wir eine Turbine an, die treibt einen Stromgenerator an und der produziert dann den Strom. Also wie das jetzt bei einem Kraftwerk ist, auch beim geothermischen Kraftwerk, auch da nutzen wir ja die Hitze, die Wärmeenergie zum Verdampfen von Wasser, um dann mit dem Heißdampf eine Turbine anzutreiben. Das gleiche Prinzip haben wir hier auch. So, wir brauchen hier noch eine Abwasseranlage. Haben wir sie dort? Es meckert da hier, dass wir hier keine Fernwärme haben, aber ich will die Fernwärmeleitung ruhig lassen. So, jetzt gucken wir mal nach. Was haben wir hier? Inlandwasseraufbereitungsanlage. Die setzen wir auch. Wir brauchen hier noch eine weitere Straße. Nehmen alle Tools an. So, haben wir jetzt hier die Anlage. Hier muss ich die hier platzieren. Ich würde die ganz gerne können. Ich kann die noch ein bisschen verschieben. So, haben wir jetzt hier die Anlage für die Wasseraufbereitung. Ich schließe mir auch das Netz an. Wenn es, glaube ich, hier doch dann tatsächlich diese Wasserleitung downgraden. So. Ja, wie sieht man, sieht jetzt auch wieder die Sonne sich hier durch die Bewegung das dazu führt, dass dann hier diese Spiegelung entsprechend bewegen und wir dann dadurch diese eine Bewegung quasi haben. So, jetzt haben wir hier tatsächlich, das ist jetzt ganz interessant, den Berg, das heißt, die Sonne geht jetzt hinter diesem Hügel unter auf der Westseite. Das ist ganz nett, aber wir schalten mal die Sonne wieder um. So, damit haben wir das.
Was brauchen wir jetzt hier noch? Erstmal würde ich sagen, gar nichts, oder? Wir haben ja eigentlich alles soweit. Was wir brauchen, wir müssen noch die Stromverbindung, die gibt es noch nicht. Ich würde, glaube ich, nochmal, auch wenn es nur eine Spielerei ist, tatsächlich nochmal eine Feuerwache einrichten, die dann hier quasi als Betriebsfeuerwehr ist. So, es springt noch nicht ganz über. Haben wir sonst noch irgendwas, das wir hier noch installieren können? Jetzt für die Leute, die jetzt hier arbeiten, eine Polizeistation brauchen wir, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine Mülldeponie, weil hier dann doch irgendwann der Müll anfällt. Jetzt wäre nochmal so ein Recyclingzentrum hin. So, kriegen wir hier nicht dann vielleicht noch ein weiteres Kraftwerk rein? Passt so gerade eben nicht. Das. So. Unsere Kraftwerke. Sie können jetzt hier mal gucken, ob wir noch was hinsetzen können. Einzigartige Gebäude nicht. Ich glaube, Plätze brauchen wir hier auch nicht. Vielleicht können wir die Gebäude hier so setzen, dass der Strom springt. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Aber andererseits, das sollte eigentlich klappen. Wir brauchen hier noch eine Verbindung hier zu dem. Na, ohne die tut's ja. So, die Verbindung hier zu unserer Pumpe. Und ja, setzen wir jetzt hier noch irgendwas. Eine Bushaltestelle brauchen wir, glaube ich, alles hier nicht. Taxi brauchen wir nicht. Das ist alles nicht notwendig. Hier haben wir auch nichts Sinnvolles dabei. Bei der Fischindustrie auch nicht und Postamt ist jetzt auch nicht so, wenn so sagen. Na, da fährt tatsächlich schon Postauto. Okay, das ist ja ganz interessant. Wir können wieder mal gucken, ob wir bei der Industrie nicht vielleicht doch nochmal was haben. Ich glaube, die muss. Das muss ja als Industriegebiet sein. Ne? Haben wir hier vielleicht so ein Lagerhaus? Oder was haben wir hier? Einzigartige Fabriken, die sind zu groß, aber so ein Lager. Kleines Lagerhaus vielleicht. Naja, das funktioniert alles nicht. Okay, dann setzen wir die Stromleitung. Können wir hier noch ein paar Windturbinen hier vorne setzen? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, denn wir können diese Kurve sowieso nicht nutzen. Und sogar 8 Megawatt. Ja, das ist doch gar nicht so verkehrt. Jetzt wäre nochmal 3 Windenergieanlagen hin. Und was wir dann noch machen, ist, wir zäunen das Gelände vielleicht auch nochmal ein. Zäune hier, nehmen wir den Freizeitparkzaun, Forstwirtschaft, Zoo. Dann nehmen wir den Ölindustriezaun und fahren hier einmal entlang. Also, dann können wir jetzt hier unsere Kraftwerkshalbinsel fertiggestellt. Können hier vielleicht auch die Straßennamen noch mal ändern. Das hier ist die
das Wasserkraftwerk. Und dann haben wir hier die, das ist dann die Kraftwerksstraße. Die geht auch mal im Kreis. Dann haben wir hier die Solarstraße. Dann haben wir die, den Dienstweg. So. Ampeln haben wir hier keine, das ist gut. Ja, und dann hier das Gelände. Wir können hier diese Kraftwerksstraße auch noch ein bisschen weiter ziehen, oder? Ja, komm, nicht so. So lassen. So, jetzt ist der Strom auch mehr als ausreichend, wie wir sehen. Wir haben jetzt 1434 Megawatt oder 1,4 Gigawatt. 560 Megawatt brauchen wir. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Wasserverfügbarkeit knapp ist. Das können wir heute noch mal beheben, indem wir nochmal hier in unsere Stadt fliegen und hier vorne weitere Pumpen. Sind die alle aktiv? Das sieht so komisch aus hier. Ah! Der Wasserspiegel ist gesunken. Wie man hier sieht. Das liegt an unserem Wasserkraftwerk, dass jetzt der Wasserspiegel gesunken ist, dadurch, dass die Wasserwelle jetzt bis hier vorne gekommen ist. Ach, das ist ja dämlich. Gut, da müssen wir dann aber noch einmal hier aktiv werden und das Wasser hier wieder heranführen. Wir müssen mal langsam weiterlaufen. So, unsere Windräder stehen ziemlich, gucken ziemlich raus. Man sieht auch, wie das Wasser quasi hier jetzt rückwärts fließt. Das sehen wir am besten hier über das Wasserkraftwerk. Ne? Wo haben wir es? Da. Genau. Das ist eigentlich jetzt ganz interessant zu sehen, dass die Fließrichtung des Flusses, die ist ja hier flussabwärts. Aber dadurch, dass wir jetzt hier das Wasserkraftwerk ja haben, ist jetzt hier der Wasserspiegel abgesunken. Ist auch quasi keine Strömung mehr. Und ich glaube, was jetzt passiert, man sieht das ja hier an dem Pfeil, ne? Das Wasser fließt jetzt in die andere Richtung, flussaufwärts, und es dauert jetzt dann noch einiges an Spielzeit, bis wir hier das wieder ausgeglichen haben. Ja, das ist ja ärgerlich. Aber gut, das ist jetzt die Spielmechanik hier von der vom Wasser. Gut, aber das Ziel, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Wir haben jetzt hier also die Stromversorgung auf eine lange Zeit gesichert. Wir können hier vielleicht nochmal ein paar Steine platzieren. Das sieht vielleicht noch ganz hübsch aus. Das hier noch ein bisschen aufzufüllen. Achso, das kann ich hier nicht, weil... So, ja, können die Bäume noch wegnehmen, hier natürlich für die Windanlage können wir sehen. So, die stören ja nur die Anströmung des Windes, der jetzt hier aus südlichen Richtungen kommt. Sehr gut. Also, damit denke ich, haben wir das Wichtigste in dieser Folge geschafft. Wir haben jetzt hier unser Solar-, Wasser- und Windkraftwerk installiert. Das gefällt mir sehr gut. Können jetzt hiermit dann auf lange Zeit die Stromversorgung sicherstellen. Könnt
dann in der nächsten Folge endlich starten mit der mit dem Bau unseres Freizeit-Tourismusgebiets und mit diesem Überflug über unseren neuen Kraftwerkspark bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.